Hallo und willkommen zurück. Im letzten Video habe ich die ganzen Haarrisse im Gelcoat aufgedremelt. Danach habe ich die Haarrisse aufgefüllt mit Gelcoat bzw. mit angedicktem Polyesterharz. Das hat teilweise nicht ganz so gut funktioniert, zumal die Waage kaputt war und hätte alles ein bisschen besser laufen können. Wie auch immer. Der Stand jetzt aktuell ist, dass alles abgeschliffen ist und eigentlich das Boot parat ist für die finale Schicht Gelcoat. Ich habe euch ja bereits versprochen, letztes Mal, dass ich euch ein bisschen was zu meinen Beweggründen erzähle, warum ich Polyester verwende und nicht Epoxid. Das tue ich auch in diesem Video, aber ich würde sagen, bevor wir uns da reinstürzen, gehen wir doch erstmal zum Boot, oder? Heute geht es endlich mal dem Gelcoat an den Kragen. Es ist mittlerweile schon fast Ende Mai, aber irgendwie hat das Wetter überhaupt nicht mitgespielt. Es war jetzt eigentlich bis Mitte Mai immer nur 8 Grad und Regen. Da konnten wir natürlich keinen Gelcoat machen. Und jetzt ist heute endlich mal 20 Grad und Sonne. Und deshalb kommt jetzt die neue Schicht Gelcoat drauf. Also, warum Gelcoat statt Lack? Und warum Polyesterharz statt Epoxidharz? Es gibt dafür und dawider sowohl für Polyester als auch für Epoxid. Ich gehe jetzt einfach mal die Liste durch. Falls euch das alles zu trocken ist, dann könnt ihr einfach ein bisschen vorspulen und dann geht es weiter mit dem Refit. In Bezug auf Haltbarkeit. Gelcoat ist einfach viel dicker. Das heißt, wenn man jetzt neuen Gelcoat aufträgt und man macht einen Kratzer rein und der Moment wird kommen, egal wie vorsichtig man ist, dann ist eine gute Chance, dass der Kratzer eben nicht komplett durch den Gelcoat geht, sondern einfach nur oberflächlich das ein bisschen ankratzt. Und wenn man Glück hat, dann kann man das schon wieder auspolieren und gut ist. Bei Lack sieht die Geschichte sehr anders aus, denn Lack wird aufgetragen in einer hauchdünnen Schicht. Also es ist so wie ein Blatt Papier. Das heißt, jeder Kratzer beschädigt den Lack. Unter Umständen geht man direkt runter auf den Primer. Wenn man Pech hat, hat der Primer noch eine andere Farbe und man sieht solche Schäden eben leider sehr schnell. Zum Thema Farbe. Das war eins der Argumente, warum ich mich jetzt für Gelcoat entschieden habe. Und zwar wollte ich nicht das ganze Deck neu machen, sondern eigentlich nur hinten den Bereich am Heck, der besonders schlimm war, weil vorne an Deck ist es eigentlich gut, da war immer eine Persenning drauf. Es ist wirklich nur dieser Bereich hinterm Cockpit, der so ziemlich geschädigt war. Es ist so, dass man Gelcoat bestellen kann in jeder möglichen RAL-Farbe. Einen Link zu der Firma, die das macht, tue ich euch auch unten in die Beschreibung. Und bei Lack ist es so, zum Beispiel der International Perfection, den gibt es in 14 Farbtönen und für mein Boot hätte jetzt keiner von denen gepasst. Und ich hätte eben keine Lust gehabt, das ganze Deck zu lackieren, wenn eigentlich nur ein kleiner Bereich geschädigt ist. Zum Thema Auftragen. Bei Gelcoat ist es so, dass man den am allerbesten sprüht und nicht pinselt. Ich hatte dazu aber gar nicht die Möglichkeiten. Aber grundsätzlich gibt das natürlich eine schönere Oberfläche. Im Prinzip spielt es aber auch nicht so eine große Rolle, weil man muss den nachher eh schleifen bis 5000er Körnung und dann polieren und wachsen. Das heißt, Unebenheiten kriegt man dann sowieso wieder gut rauspoliert. Bei Lack ist es so, dass der grundsätzlich natürlich auch besser zu sprühen ist. Viele Leute pinseln den aber auch bzw. rollnähen und verschlichten dann mit einem Pinsel. Das Ergebnis ist, wenn man es gut macht, auch ganz ansehnlich, aber es kann eben auch passieren, dass man so eine Art, so Orangenhaut bekommt oder natürlich Farbnasen und die dann wieder wegzukriegen ist eigentlich, schon schwierig. Damit kommen wir aber jetzt zum nächsten Punkt und zwar zum Finish. Beim Lack ist es eben so, wenn man den aufsprüht oder beziehungsweise rollt, dann ist damit eigentlich die Sache fast erledigt. Man muss dann wirklich nur noch polieren und fertig. Bei Gelcoat ist das anders. Die Oberfläche, selbst wenn man sie sprüht, wird sie einfach
nicht perfekt und man muss auf jeden Fall noch dahinter und schleifen. Das heißt, da hat man einen Arbeitsschritt mehr und der ist auch nicht zu klein, sag ich mal. So, und der letzte Punkt wäre eigentlich so das Thema Geld, ne? Wie ja immer. Da muss ich leider sagen, gewinnt eben Gelcode. Denn Gelcode ist einfach viel günstiger als Lack. Aber das ist ja beim Harz genauso. Polyesterharz ist auch viel günstiger als Epoxid. So, und wenn man sich jetzt so umschaut auf YouTube, dann sieht man, dass heutzutage Epoxid, ich sag mal, der Standard ist. Und das macht auch in vielen Fällen total Sinn, weil es ist ein stärkeres Material, es ist ein moderneres Material. Auf der anderen Seite muss man eben auch sagen, wir, die so alte, gebrauchte Boote haben, haben zu 99%iger Wahrscheinlichkeit ein Boot aus Polyesterharz. Deshalb ist die Frage, warum nicht auch einfach mit Polyesterharz reparieren? Das ganze Prozedere mit Polyesterharz und Gelcode ist in Amerika recht weit verbreitet, aber in Europa hat sich das irgendwie nicht so etabliert. Da wird eigentlich alles mit Epoxid und mit Lack gemacht. Ich tue euch mal unten in die Beschreibung den Link von einer Seite von einem Amerikaner. Das ist ein Bootsbauer und der macht manche Sachen mit Lack und Epoxid und manche Sachen mit Polyesterharz und mit Gelcode. Also schaut doch da einfach mal vorbei. Ich finde, es ist wirklich eine Horizonterweiterung, wenn man sich darüber bewusst ist, dass es eben verschiedene Möglichkeiten gibt und dass auch viele Wege nach Rom führen. Und dass es eben nicht immer nur die eine Lösung gibt für ein Problem. Ich will damit jetzt auch überhaupt nicht sagen, dass ich Anti-Epoxid bin, also ganz im Gegenteil. Unter der Wasserlinie würde ich tendenziell alles mit Epoxid machen, weil einfach die Osmosegefahr geringer ist und das Material stärker ist. Also wenn ich jetzt ein Loch im Rumpf zu flicken hätte, dann würde ich das vermutlich mit Epoxid machen und nicht mit Polyester. Aber ich würde eben sagen, beides hat so seine Daseinsberechtigung. Aber nun zur Praxis. Es gibt Sachen, die gelten sowohl für Gelcode als auch für Lack. Alles gut abkleben, alles gut abschleifen, alles gut entfetten, alles gut entstauben, in der Halle arbeiten, wenn die Möglichkeit besteht. Tja, für uns bestand jetzt halt die Möglichkeit nicht. Naja, geht auch irgendwie. Also, nach dem Anmischen vom Gelcode geht's los und Marc darf den Anfang machen. Da fängt schon an, Zeugs zu machen, im Roller. Geil. Wir haben bei Castro Composites direkt spezielle Fellroller für Gelcode mitbestellt. Naja, die fusseln leider stark, das hatten wir uns irgendwie anders vorgestellt. Wir wollen eigentlich mit der sogenannten Roll-and-Tip-Methode vorgehen. Auftragen mit der Rolle und verschlichten mit dem Pinsel. Deshalb stehe ich auch da und warte auf meinen Einsatz. Oh, das kannst du vergessen. Gar nicht? Nein, guck, ich zeig's dir. Ich guck nochmal, was es für eine Oberfläche hinterlässt. Ja, gut. Also, kann nicht schön, hä? Nein. Also gut, dann versuche ich es so schön wie möglich zu machen. Tja, das stellt sich leider als nicht machbar raus, da die Oberfläche ganz scheußlich wird. Also einfach nur rollen. Quasi roll and roll. An den geraden Flächen geht das ja ganz gut, aber an den Rundungen würde ich mir manchmal schon eine Rolle in Kugelform wünschen. Nichtsdestotrotz ist der Moment, wo plötzlich alle Haarrisse unsichtbar werden, extrem befriedigend. Nur blöd, dass die Rollen so fusseln. Wir haben ca. 20 Minuten Zeit, den angemischten Gelcode aufzutragen. So arbeiten wir in Portionen von je 100 Gramm. Wenn man zu viel anmischt, hat man sonst nachher Stress. Sobald der Gelcode gehärtet ist und nur noch die Oberfläche klebrig ist, aber der Finger keinen Abdruck mehr hinterlässt, kann man die nächste Schicht auftragen. Ich war extrem froh, dass wir das Auftragen vom Gelcode zu zweit gemacht haben. Denn so konnte einer nach dem Auftragen oben am Boot das Tape entfernen und der andere konnte runtergehen und das Equipment putzen und neuen Gelcode anmischen, während der andere wiederum oben neues Tape angebracht hat für die nächste Schicht. Links zu gutem Tape, das man auch in der Sonne verwenden kann, findet ihr unten in der Beschreibung.
ist es eben auch wirklich wichtig, dass man rechtzeitig das ganze Equipment putzt. Denn sobald der Gelcoat hart ist, kann man eben die Rollen und Pinsel und so weiter alles wegschmeißen. Ich verwende für Harz und Gelcoat meist einmal Pinsel. Das erspart Putzarbeit. Auch hierzu findet ihr einen Link unten. Guck dir das mal an, was hier unten alles passiert. Ja, nicht nur Fusseln sind ein Problem, sondern auch kleine Insekten, die den Geruch von Gelcoat offenbar sehr interessant finden und sich drin niederlassen. Auf jeden Fall sind nach diesem Projekt meine Arbeitshosen voll mit Gelcoat und den darin gefangenen Fusseln und Insekten. Für das ganze Heck haben wir übrigens etwa 2 Kilo Gelcoat angemischt. Das liegt zum einen an der Schichtdicke und natürlich ist bei jedem Anmischen ein gewisser Rest in der Schale geblieben. 2 Kilo Gelcoat in der richtigen Rallfarbe kosten etwa 20 Euro. Das ist wohl kaum zu toppen, oder? Ich bereite jeweils 100 Gramm Portionen in alten Joghurtbechern vor. Deckel drauf und fertig. Daneben lege ich Spritzen mit der richtigen Menge Härter, den ich dann nur noch reintun muss und es kann weitergehen. Nach dem Mischen wird der Gelcoat in flache Gefäße umgefüllt, da er bei der Härtung viel Wärme freigibt und die so gut entweichen kann. Ich habe hierfür Grillschalen benutzt. Also ich muss wirklich mal an den Marc ein großes Danke aussprechen. Er ist jetzt wirklich über mich eigentlich an diese ganze Bootsgeschichte gekommen und er ist mit Feuer und Flamme dabei und ich bin wirklich sehr dankbar, dass er diese ganzen Sachen so mitmacht. Und natürlich möchte ich auch meinen Freunden danken, die während dem Refit mal Nachmittag vorbeigekommen sind zum Schleifen oder mal einen Kaffee vorbeigebracht haben oder ein Bier. Also ihr wisst, wer ihr seid. Danke. Und zu guter Letzt meinen Patrons. Danke. Falls ihr auch wissen möchtet, wie ihr mich unterstützen könnt, dann schaut doch mal in der Beschreibung. Da ist der Link zu meiner Patreon-Seite. Als nächstes probieren wir mal, den Gelcoat mit dem Pinsel aufzutragen. Vielleicht gibt das ja eine schönere Oberfläche. Also da muss man recht viel drauf tun. Oh, verliert aber Haare. Oh nein, das war nicht. Das kommt aber echt geil. Mhm. Ich habe es nämlich gerade aufgebraucht. Okay, okay. So haben wir zumindest die teuren Verschlichtpinsel nicht umsonst gekauft. Leider bekommt man sie, egal wie viel Aceton man verwendet, nicht wieder so hin wie vorher. Bei mir wird's hart. Ich hab noch mega viel. Dann komm ich jetzt zu dir mit dem weitermachen. Macht aber für dich, ich nehme schon und plan dann wieder. Mhm. Hey, wir lernen dazu. Hart werdender Gelcoat wird direkt stehen gelassen und nicht mehr aufgetragen. Bin ich froh, dass der Groschen doch noch gefallen ist. Soll ich bei dir noch verschlichten irgendwo, oder? Ich glaube, das ist keine Verschlichtung. Okay. Das ist einfach schon, wenn es so hart ist, dann macht man es nur kaputt. Okay. Es hilft, wenn man 2 Tische hat. Einen zum Neuanmischen und den anderen zum Putzen von Equipment. Dann kommt man sich nicht in die Quere und hat nicht aus Versehen nachher irgendwo Härter, wo keiner sein sollte. Bei der ganzen Aktion lässt man mehrere Liter Aceton und natürlich auch zig Handschuhe durch. Ich habe jetzt neulich irgendwo einen Tipp gelesen mit Handschuhen. Und zwar, man soll einfach 5 Paare übereinander anziehen und immer, wenn das oberste dreckig ist, das ausziehen. Ich habe es bis jetzt noch nicht ausprobiert, aber irgendwie scheint mir die Idee ziemlich genial und ich weiß nicht, warum ich selbst noch nicht drauf gekommen bin. Im letzten Video hatte ich schon kurz angeschnitten, dass es sowohl Harz als auch Gelcoat gibt, mit und ohne Wachs. Harz und oder Gelcoat
ohne Wachs härtet nicht klebefrei aus. Das heißt, man hat, nachdem es aushärtet, so eine klebrige Oberfläche, wo so die Finger so ein bisschen dran festkleben. Und das ist aber sehr sinnvoll, wenn das nicht die allerletzte Schicht ist. Wenn man mehrere Schichten übereinander machen will, dann nimmt man besser ein Harz ohne Wachs. Denn dann kann man das direkt auf die klebrige Oberfläche, kann man direkt die neue Schicht auftragen, ohne dass man irgendwas anschleifen muss oder entfetten muss. Das ist also sehr sinnvoll. Und für die allerletzte Schicht, damit die klebefrei aushärtet, braucht man eben im Harz oder im Gelcoat, das ist im Prinzip das Gleiche, braucht man einen Wachs, also es ist typischerweise Paraffin. Und der wird dann an die Oberfläche geschwemmt in den Aushärtungsprozess und bildet eine luftdichte Schicht. Und erst unter Ausschluss von Luft kann das Harz wirklich so durchhärten. Man kann aber eigentlich im Prinzip immer ein Harz oder Gelcoat ohne Wachs kaufen. Dann ist man viel flexibler, weil man kann sich einfach das Wachs drunter mischen, wenn man das für die allerletzte Schicht will. Oder man kann auch PVA aufsprühen. PVA, das ist Polyvinylalkohol. Das gibt es auch so im Literfass. Das kann man entweder in eine Sprühflasche füllen und aufsprühen oder mit einem Pinsel oben auftragen. Und dann der Effekt ist der gleiche. Es macht auch eine luftdichte Schicht. Und darunter kann dann das Harz bzw. der Gelcoat aushärten. Also ich würde eigentlich für die allermeisten Zwecke ein Harz oder Gelcoat kaufen ohne Wachs. Denn dann ist man wirklich einfach bereit für alles. Im englischsprachigen Raum heißt das übrigens Laminating Resin, wenn es keinen Wachs enthält, und Finishing Resin, wenn es Wachs enthält. Im deutschsprachigen Raum gibt es natürlich die Unterscheidung auch, aber es ist nie so eindeutig angeschrieben. Also wenn ihr irgendwie Gelcoat oder Harz kauft und es steht drauf, meistens irgendwo auf der Rückseite, härtet klebefrei aus, dann wisst ihr, dass da Wachs enthalten ist. Aber es gibt da irgendwie keine einheitliche, sichtbare Regel, sondern man muss immer wirklich die Fußnoten auch lesen. Ja, der Tag ist irgendwie auch schon wieder rum. Wir haben jetzt 3 Schichten Gelcoat aufgetragen, am Ende eine abschließende Schicht PVA. Und das Ganze sieht eigentlich ganz gut aus. Wir haben am Anfang mit der Rolle aufgetragen und dann irgendwann haben wir gedacht, ach, wir wechseln mal zu Pinsel, vielleicht wird das ja eine schönere Oberfläche. Ist jetzt beides nicht so toll, aber man muss es ja eh noch schleifen und an einigen Stellen ist es recht schön, an manchen anderen ist es nicht ganz so toll, aber ich denke, das kommt schon gut. Und beim dritten und letzten Teil meiner Gelcoat Refit Reihe wird es wieder weniger theoretisch und mehr praktisch, versprochen. Also, bis in 2 Wochen!